blind wie ich bin, nehme ich jetzt nochmal den Ball auf. Wir haben die gleiche Situation schon mal wie der anderen Ball. Wie lange bleibt es in dem Strudel? Das ist nämlich auch wie Raymond, der Film, der die Waschmaschine mal anguckt. Sobald hier wieder das Wasser ablassen wird, wird sich auch der Ball verändern und die Situation verändern. Weil dieser Albert Einstein, diese Zeitung, haben sie mir ja gleich rausgenommen. Und wie gesagt, der Storchflug, das war super. Im Dubel vorbei, aber die sind so trainiert, wahrscheinlich sind es auch Drohnen. Die Tiere sind wahrscheinlich so perfekt hier, dass sie schon Anweisungen gekriegt haben, wie sie zum Tauchen haben, wie sie sich zum Fliegen haben. Die kann man ja auch gut trainieren mit Essen, geht alles. Und das hier, Sie sehen es, ist richtig, der Ball ist immer noch an der gleichen Stelle wie heute Morgen. Sobald aber die Blau wieder abgelassen wird und es ist wieder der Fluss ohne Wiederkehr, es ist einfach zu abgeschleppt. Und wie gesagt, eine Königin war das, wo mit nacktem Oberkörper mal erwischt worden ist. Und es war einfach schon so mit den Zeitungen, man sieht die Geschichte einfach richtig. Das ist Bogus, läuft jetzt immer noch. Die Sendungen, ich müsste die ganze Zeit schon erscheinen. Die erste Hochzeit, wie gesagt, mit 91. Und hier wird im Echo mitgeredet, gell, was die für ein Theater machen. Und Katja Epstein und die Hits. Mit dem Ding ist das Notenbuch gewesen, wie hier alles immer gedreht worden ist. Dann kam Facebook raus und was machen die Leute hier drinnen, gell? Das Leben ist begrenzt, man weiß ja, wie man alt wird. Man könnte, Jesus wurde nur wie alt, 30, aber jetzt gibt es halt die 100-Jährigen. Jetzt haben sie gleich ein Problem schon, was macht man dann, wenn man mit 20 schon in die Rente zückt wird und manche gar nicht, gell, wenn sie nur Hausfrauen sind. Jetzt kann ich ja ein bisschen kochen, so nach dem Motto. Nein, das war Kochen mit Produkten von Firmen vor allen Dingen und Hanf ist ja total in. Jetzt ist eine Minute, zwei Minuten und ciao.